Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal ein Abend als Content Creator oder so eine Abend-Nacht-Routine. Ich nehme euch einfach mal so mit, was ich den ganzen Abend über mache. Und wenn euch das Video gefällt oder wenn euch die Idee gefällt, dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt durchziehen mit YouTube-Videos. So, wir haben es jetzt 7:15. Wir fangen jetzt langsam an, uns auf den Stream vorzubereiten. Es kann sein, dass ich aber erst tatsächlich gegen 7:30 oder 8 Uhr anfange zu streamen. Auf jeden Fall genau. Wir machen unseren PC an, das Getränk und so, das mischen uns alles nachher. Wenn wir uns mal meinen Twitch-Kanal angucken, dann sieht man, ich habe gerade mal 326 Follower. Auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, dass wir heute Abend nach langer, langer Zeit mal wieder Fortnite streamen werden. Also tatsächlich, ich werde Fortnite spielen und das könnte sehr interessant werden, weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal Fortnite auf dem PC gespielt vor eineinhalb Jahren. Und deshalb ist das ja wie so eine kleine Premiere. Und genau, so, wir haben es jetzt 7:50. Genau, wir stellen jetzt alles in OBS ein, also wir machen jetzt alles stream ready. Ich gehe gleich noch duschen und danach werden wir einen knackigen Fortnite-Stream starten. Ich denke mal, ich werde heute wieder so, ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir live sein werden, aber das werde ich ja am Ende alles zeigen, meine Analysen von dem Stream. Und genau, ich würde euch sagen, ich zeige euch gleich, wie das alles bei mir hier abläuft. Und zwar läuft das alles so ab, dass ich erstmal OBS öffne. Das habe ich dann eigentlich immer oben auf dem Monitor, weil das ist einfach. Moin, da bin ich ja. Das ist einfacher für mich. Dann, ja, WL schwitzen, das hat sich erledigt mit FIFA dieses Jahr für mich. Auf jeden Fall, da schreiben wir gleich einen coolen Titel hin und dann bereiten wir schon mal alles vor, machen noch ein paar neue Commands, weil wir auch heute ein neues YouTube-Video rausgebracht haben, Freunde. Ich habe heute um 10 Uhr morgens ein neues YouTube-Video hochgeladen und zwar eine Roomtour. Auf jeden Fall, wie ihr seht, wir sind hier gerade bei Nightbot, da haben wir noch mal kurz ein paar Commands hinzugefügt und ich probiere das jetzt das erste Mal aus, first time Fortnite since 2 years, und genau, ich probiere jetzt das erste Mal aus, ob es funktioniert, wenn ich einen englischen Titel nehme, ob man dadurch dann vielleicht mehr Zuschauer kriegt, selbst wenn ich im Stream Englisch reden muss. Ich meine, ich kann halt dieses Schulenglisch. Und selbst wenn ich das reden muss, wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht bauen wir uns dann so eine, ja, so eine Community außerhalb auch von Deutschland auf. Und ich bin auch am überlegen, ob ich meinen TikTok-Content auch vielleicht auf Englisch machen soll. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Und das wird sich, denke ich mal, auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall herausstellen. Wo ich auch einen ganz dicken Props geben muss, ist an Elgato. Und zwar seht ihr, ich habe dort das Elgato-Ringlicht und ich habe die Elgato-App. Und ich kann das einfach über mein Handy an- und ausmachen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr cool. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt ready für den Stream. Und das beginnt damit, dass wir uns hier ein gekühltes Wasser rausholen. Damit immer ein gut gekühltes Wasser auf Vorrat haben, machen wir direkt wieder ein neues rein. Ja, ich habe hier eine Hello Kitty Decke unten liegen, aber scheißegal. So, jetzt haben wir hier das kühle Wasser. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt filmen kann, weil ich hier in den Schubladen, nee, das war die falsche Schublade, hier habe ich ein paar Level-Up-Dosen und hier habe ich meine Shaker sind alle unten, perfekt, ich muss kurz meine Shaker holen gehen. Ich weiß noch gar nicht, ob das hinkommt, aber ich glaube, das sind alle meine Shaker. Ne, sind gar nicht alle. Da fehlen noch 2, 3 Stück, die sind unten im Keller. Aber die bringe ich jetzt erstmal hoch in mein Zimmer. So, oben wieder angekommen, haben wir dann hier einmal den Shaker. Den öffnen wir. Zack. Ein Scoop. Und noch ein Scoop. Dose verstauen wir wieder hier drin. So. Und jetzt. Oh, ich hoffe, das tropft jetzt. Nee, clean, clean. Und jetzt kippen wir halt das kalte Wasser hier einfach rein.
Auf jeden Fall haben wir es jetzt, wie ihr seht, knapp 20 Uhr und wir gehen in den Starting Screen, machen unser Mikrofon auf Mute und starten den Stream. Dann, was machen wir weiter? Wir öffnen Spotify. Zack, meine Lieblingssongs. Spotify läuft da. Der Chat läuft eigentlich auch da. Mein Chat. Und dann haben wir hier auch den Chat. Ganz entspannt, ganz entspannt. Und genau, und dann sind wir jetzt auch auf jeden Fall schon live. So, Stream ist vorbei. Wir waren fast 3 Stunden live. Haben 2 Follower dazu gekriegt. Super, danke. Und 1 Sub und noch ein paar Bits. Also war auf jeden Fall ein sehr chilliger Stream. Wir haben Fortnite gespielt. Da wird jetzt des Öfteren, werde ich jetzt in Streams Fortnite spielen oder so, weil das Spiel macht irgendwie wieder Bock. Und genau. Jetzt ist es ein bisschen dunkel, aber für mich steht heute nicht mehr viel an. Ich werde jetzt gleich noch mich bettfertig machen, sprich Zähne putzen und ja, mich bettfertig machen. Und danach werde ich vielleicht noch dieses Video schneiden. Muss mal schauen, ob ich das noch schaffe zu schneiden. Ich habe heute gar keine TikToks aufgenommen, fällt mir gerade auf. Das ist nicht so gut, weil auf TikTok muss ich auch auf jeden Fall aktiver werden. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, wie am Anfang schon gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir hören uns beim nächsten Mal oder beziehungsweise beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.